Sie wohl, Mr. Holmes. Was tun Sie denn hier? Meisner! Das Schreiben kam gestern Abend. Was halten Sie davon? Sie sind ein Mann, den man in Angelegenheiten von größter Bedeutung vertrauen kann. Diese Beschreibung Ihrer Person haben wir aus allen Quellen erhalten. Naja. Suche Sie morgen um 10 Uhr vormittags in Ihrer Wohnung auf. Kein Datum, keine Unterschrift. Aber eine elegante Handschrift und dieses Papier mit Sicherheit sehr teuer und außergewöhnlich fest. In der Tat. Das wurde ganz bestimmt nicht in England gefertigt. Halten Sie es mal gegen das Licht. Was ist mit dem Wasserzeichen? Ich erkenne da ein großes E mit einem kleinen G und ein großes P und ein großes G mit einem kleinen T. Zweifellos das Monogramm des Fabrikanten. Nein. Nein? Das GT steht für Gesellschaft. Eine ganz übliche Abkürzung im Deutschen. Das P steht zweifelsohne für Papier. Das EG ist sicher die Abkürzung für Egria, eine Papiergewerbestadt in Bayern. Ach, und was ist mit dem Verfasser? Offenbar ein begüterter und gebildeter Mann, aber
Sicher kein Engländer, nicht bei einer so akkuraten Zeitangabe. Suche sie morgen früh um 10 Uhr in ihrer Wohnung auf. Vollkommen richtig. So penibel kann eigentlich bloß ein Deutscher sein, glauben Sie? Ja, dann ist unser mysteriöser Gast ganz bestimmt ein deutscher Adeliger. Mit Sicherheit von Adel. Ah. Da möchte Sie ein Herr sprechen, Mr. Holmes. Er wird bereits neugierig erwartet, Mrs. Hudson. Sehr wohl, Sir. Darf ich bitten, Sir? Treten Sie bitte näher. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist mein Assistent, Dr. Watson. Freut mich sehr. Mr. Holmes, mein Name ist Manfred von Kramm. Ich komme zu Ihnen in der Angelegenheit eines Freundes, der sich in einer höchst misslichen Lage befindet. In der Tat? Watson, würden Sie bitte seiner Majestät den Mantel abnehmen? Was? Sie wissen, wer ich bin? Majestät hat er noch nichts gesagt, da wusste ich, ich richte meine Worte an Wilhelm Friedrich von Hohenzollern, Kronprinz und künftiger Kaiser des Deutschen Reiches. Großer Gott! Eine simple Schlussfolgerung aus dem anonymen Schreiben und der Bekanntmachung Ihrer Ankunft vor 2 Tagen in der Times. Womit kann ich dienen? Ihr guter Ruf ist wohl verdient, Mr. Holmes. Also, Sie müssen verstehen, es ist nicht meine Art, solche Angelegenheiten persönlich zu erledigen. Aber das hier ist ein besonders delikates Thema. Und offensichtlich persönlicher Natur, nehme ich an. Zutreffend. Deswegen muss ich als erstes Sie beide zu absoluter Geheimhaltung verpflichten. Ja, natürlich, Euer Majestät. Sie können sich auf unsere vollkommene Diskretion verlassen. Oh ja, selbstverständlich. Fahren Sie doch fort. Ist Ihnen zufällig die polnische Opernsängerin Irena Adler ein Begriff? Der Name ist mir vage bekannt. Sagt er Ihnen mehr, Watson? Nun ja, eine Koloratursopranistin vor ein paar Jahren sehr populär. Tritt sie heute noch auf? Nicht auf der öffentlichen Bühne, Herr Doktor. Oh, ein Jammer. Ah, dann denke ich, Euer Majestät hat sich möglicherweise von der jungen Dame umgarnen lassen. Ich werde meine Würde nicht durch Ausflüchte beleidigen. Die simplen Fakten sehen so aus. Diese Dame brachte mich vor etwa einem Jahr in Paris in eine kompromittierende Situation, als ich sie auf einem Ball in der deutschen Botschaft traf. Kurze Zeit später eröffnete sie mir, dass ihr Boudoir in Wirklichkeit eine Art Hinterhalt war. Und dass bei einer gewissen Gelegenheit ein Fotograf hinter einer falschen Wand verborgen war und folglich wurde eine Fotografie belichtet. Eine Fotografie von betont peinlicher Natur. Ich verstehe. Nun, können Sie mir das negativ beschaffen, Mr. Holmes? Ich verspreche Ihnen, wir werden uns bemühen, Euer Majestät. Werden Sie in London bleiben, während wir der Angelegenheit nachgehen? Sie finden mich in der deutschen Botschaft. Ich nehme an, es wurden bereits Versuche unternommen, diese Fotografie zu beschaffen. 5, genau gesagt. Alles Fehlschläge. Und Miss Adler, ist es Ihnen gelungen, sie ausfindig zu machen? Ja, sie lebt unter dem Namen Violet Eastbury in Southampton Mews, Holborn. Aha, sehr schön. Ich werde Ihnen spätestens in 2 Tagen Bericht erstatten. Sie bekommen 100 Pfund Sterling, wenn Sie die Angelegenheit bereinigen, Mr. Holmes. Ich erwarte Ihre Nachricht. Ja. 100 Pfund Sterling, Watson. Das ist das Lösegeld für einen König, finden Sie nicht? Ja, allerdings, aber sicher ist dieser Fall unter Ihrer Würde, Holmes. Wirklich? Wieso denn? Abgesehen vom hohen Stand des Klienten ist das doch ein höchst simpler Fall von Sexualerpressung. Doch wohl kaum des besten Privatdetektivs würdig. Ich vermute, an der Sache ist mehr dran, als wir erkennen. Wollen Sie damit unterstellen, der Kronprinz würde die wahre Natur dieser Affäre verbergen? Ganz genau. Das ist eine schwere Beschuldigung, den Spross eines der größten Adelshäuser Europas als Lügner zu brandmarken, Holmes. Von einem Mann, der verkleidet und unter falschem Vorwand zu einem kommt, kann man kaum erwarten, dass er plötzlich die Wahrheit sagt, nur weil seine kleine Scharade aufgedeckt wurde. Da mögen Sie recht haben, aber ich vermute, Sie tun da etwas, wovor Sie mich immer gewarnt haben. Sie setzen auf unbewiesene Annahmen. Es mag eine Überraschung für Sie sein, mein Freund, aber Miss Adler ist nicht bloß Opernsängerin. Falls ich, wie Sie es sagen, der beste Privatdetektiv bin, ist sie ganz ohne jeden Zweifel die beste Kriminelle. Kaufen Sie eine Zeitung! Sie kennen diese Frau? Das ließen Sie sich aber vorhin nicht anmerken. Natürlich nicht. Miss Adler verfügt über einen brillanten und scharfsinnigen, aber auch skrupellosen Verstand, wie ich ihn selten erlebt habe.
Und Erpressung ist gewiss eine ihrer lukrativen Nebenbeschäftigungen. Aber ich kann Ihnen versichern, sie hat noch viel weitreichendere Ambitionen. Nun, für einen Namen, der Ihnen nur vage bekannt vorkam, wissen Sie aber eine ganze Menge über diese Lady. Sie verheimlichen etwas. Nicht wahr, Holmes? Eine Zeitung für Sie, Ma'am? Sie haben recht, mein Freund. Aber wenn ich diese Angelegenheit vor Ihnen verborgen hielt, so ist es allein der Blamage geschuldet, dass mir von dieser Frau übel mitgespielt wurde. Sie wurden von ihr getäuscht? Sie? Das war nicht einer meiner strahlendsten Momente. So erzählen Sie schon, Holmes, erzählen Sie! Vor etwa 6 Jahren war ich in Straßburg, anlässlich meines Besuchs beim emigrierten Prinz Kasimir von Galizien. Wie Sie sich bestimmt erinnern, konnte ich eine kleine Erbschaftsangelegenheit klären. Straßburg, oh ja. Nun ja, am letzten Abend meines Besuchs verschaffte mir der Prinz gütigerweise, wie ich dachte, eine Karte für die Oper. Es gab eine meiner Lieblingsopern, La Magdalena. Dort, in der Titelrolle der gemarterten Heldin, sah ich die ganz ausgezeichnete Miss Adler zum allerersten Mal. Ich muss gestehen, sie hat einen gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Stratio Crudel! Dieses Gesicht, diese Stimme. Io sono affranta. Am Ende des letzten Aktes war ich vollkommen und hoffnungslos in Miss Adlers Bann geraten. Ich wäre in mein Hotel zurückgekehrt mit der Erinnerung an eine bemerkenswerte Aufführung, hätte nicht einer der Pagen mir einen Brief übergeben. Seltsamerweise hatte Miss Adler von meiner Anwesenheit im Publikum erfahren und mich eingeladen, in ihrer Garderobe ein Glas Wein mit ihr zu trinken. Sie wissen nur zu gut, dass ich immer davon ausgegangen bin, für die Liebe nicht geschaffen zu sein. Und doch... Diese Frau war auf unbeschreibliche Weise verführerisch und bezaubernd. Und es schien fast so, als fühlten wir uns beide zueinander hingezogen. Denn als ich ankündigte, dass ich am nächsten Tag nach England zurückkehren müsse... Schon morgen, Miss Adler. Aber Holmes, wir haben doch gerade erst Freundschaft geschlossen. Es kann unmöglich Ihr Wunsch sein, so schnell wieder von mir zu fliehen. Es ist ganz gewiss nicht mein Wunsch, Miss Adler. Dann werde ich es einfach nicht zulassen. Ich bin sehr gut darin, zu bekommen, was ich will. Davon bin ich überzeugt, Miss Adler, aber ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Und die wären? Ist das Empire etwa in Gefahr? Wurde die Queen in ihrem Bett ermordet? Natürlich nicht. England kann sehr wohl auf sie verzichten, Holmes. Aber ich nicht. Sie brauchen mich, Miss Adler. Klären Sie mich auf, wofür? Na schön, morgen ist meine letzte Vorstellung. Die Crème de la Crème wird ihr beiwohnen. Selbst meine Gönnerin, die Gräfin d'Auvergé, wird anwesend sein. Ich kann Ihnen versichern, ich werde ein einziges Nervenbündel sein. Ihre Anwesenheit wäre für mich beruhigend. Das ist überaus schmeichelhaft, aber ich... Wenn Sie abreisen sollten und die Vorstellung wird ein Desaster, dann müssen Sie allein die Verantwortung dafür tragen. Doch wenn Sie bleiben sollten... Tja, ich... Ich denke, ich könnte meine Abreise um einen Tag verschieben. Gut. Jetzt müssen Sie mich zu meiner Kutsche begleiten, dann können wir alles bereden. Ich möchte, dass Sie den ganzen Tag an meiner Seite verbringen, Mr. Holmes. Madame, votre sac. Ah, merci, ma chère. À demain. Eine Diva sollte niemals ohne ihren Zauberkoffer gehen, Mr. Holmes. Wären Sie so nett? Oh, natürlich. Oh.
und was für einen Zauberkoffer sie hatte. Es gelang ihr, mich zu hypnotisieren und zu täuschen. Wenn ich nur geahnt hätte. Am nächsten Abend war ganz Straßburg erschienen. Natürlich auch ihre Gönnerin, die Gräfin d'Auverger, eine wohlhabende Witwe, der Miss Adler vom Neffen der Gräfin vorgestellt worden war. Sigismund. Sigismund von Hockensteller war ein Spross eines verarmten Familienzweigs. Er verbrachte viel Zeit damit, herauszufinden, wie er das ein oder andere Geschmeide aus dem Besitz seiner reichen Tanten in die Finger bekommen konnte. Das Wertvollste war der prächtige Kahinor-Diamant. Dieser kurze Augenblick der Dunkelheit und des Beifalls reichten Sigismund, um den Diamanten von der Kette zu lösen und einen Komplizen zu übergeben. Natürlich vermutete ich zunächst, wie die meisten anderen, dass sich die Kette geöffnet und während des Beifalls vom Hals der Gräfin zu Boden gefallen war. Aber das war nicht der Fall. Die Polizei erschien und machte sich daran, jeden Einzelnen im Publikum zu verhören. Mich eingeschlossen. Danach ging ich hinter die Bühne, um Miss Adler von dem Geschehen in Kenntnis zu setzen. Oh, die arme Gräfin. Sie ist bestimmt außer sich. Sie müssen ihr helfen, Mr. Holmes. Die Polizei scheint alles unter Kontrolle zu haben. Kommen Sie mit, ich muss zu ihr gehen. Madame? Merci. Bonsoir, chérie. Macht es Ihnen was aus? Nein. Doch die arme Gräfin war untröstlich. Trotz aller Bemühungen von Miss Adler war sie durch nichts zu trösten oder aufzumuntern. Da meine Dienste nicht mehr erforderlich waren und Miss Adler ziemlich erschöpft war, durften wir uns entfernen. Und indem ich Miss Adler zu ihrer Kutsche geleitete, garantierte ich den Erfolg ihres Komplotts und wurde so unwissentlich zu ihrem Komplizen. Der Diamant war in der Tasche. Ganz richtig. Was für eine schamlose Frechheit. Nach jener Nacht sang Miss Adler nie wieder für ihren Lebensunterhalt. Es gab allerdings viele Gerüchte, sie verkehre in adligen Kreisen in St. Petersburg, Paris, Athen, Barcelona und Berlin. Ziemlich aufwendig für eine ehemalige Koloratursopranistin ohne Einkommen. Finden Sie nicht auch? Da haben Sie allerdings recht. Was war mit dem Diamanten? Er wurde verkauft. Und Ihr Komplize? Verhaftet, weil er Falschgeld in Umlauf gebracht hatte. Ich vermute, Miss Adler gab ihm seine Hälfte des Verkaufserlöses in falschen deutschen Geldnoten. Diese Miss Adler ist offenbar eine höchst clevere Gegnerin. Wie sollen wir vorgehen? Ich werde ihr einen Besuch abstatten. Aber vorher möchte ich, dass Sie zum Markt in Smithfield fahren und unseren Helfern sagen, Sie sollen Wiggins suchen. Er soll zur Adresse kommen, die der Kronprinz uns gab, und dann warten Sie in der Baker Street auf mich. Bin schon unterwegs. Guten Morgen, Mycroft. Guten Morgen, lieber Bruder. Du hast doch nichts dagegen. Weil du nicht da warst, bat ich deine Haushälterin, mich reinzulassen. Ja, ja, natürlich. Ich nehme an, das ist kein privater Besuch. Darf ich bitte... Womit kann ich dem Geheimdienstchef seiner Majestät behilflich sein? Ganz einfach. Wenn der zukünftige deutsche Kaiser sich heimlich an Sherlock Holmes wendet, möchte die Regierung
Ihrer Majestät natürlich den Grund erfahren. Du meine Güte, du stehst wirklich früh auf. Seit der Ankunft des Kronprinzen surrt es im Kabinett wie in einem umgekippten Bienenstock. Du kennst ja selbst unsere Mächtigen, ständig nervös und misstrauisch. Und sie vermuten, dass mehr hinter dem Besuch des Prinzen steckt als die vermeldeten gesellschaftlichen Gründe. Hervorragend ausgedrückt. Was erwartet er von dir? Wenn ich dir das sage, erwarte ich vollkommene Diskretion. Und du musst mir dein Wort geben, dass du dich nicht einmischst, solange die Sicherheit oder die Interessen der Nation nicht gefährdet sind. Ich gebe dir mein Wort. Einverstanden. Aber es mag durchaus sein, dass der Fall weltlicher ist, als du ahnst. Er erwartet von mir, dass ich ihm eine kompromittierende Fotografie von sich selbst und einer gewissen Frau beschaffe. Das ist alles? Dem Anschein nach? Ja. Nun ja. Die Regierung Ihrer Majestät wäre sicher daran interessiert, eine solche Fotografie in ihre Hände zu bekommen. Gib mir Bescheid, falls du Erfolg haben solltest. Mycroft, ich war schon indiskret, indem ich dir das Dilemma meines Klienten offenbarte. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich dir die Fotografie aushändige, wenn ich Erfolg habe. Nein, nein. Vermutlich nicht. Tja, dann schönen Tag, Bruder. Kaufen Sie hier die druckfrische Morgenausgabe der Times. Die Times Morgenausgabe. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte. Kaufen Sie Ihre Zeitung hier bei mir. Die Morgenausgabe der Times. Zeitung, Sir? Hey. Hallo. Die Morgenausgabe der Times, Sir. Ich Vielen Dank. Die neuesten Meldungen. Die Times, Sir, Morgenausgabe. Meldungen, kaufen Sie die Morgenausgabe der Times. Die neuesten Meldungen. Guten Tag, Constable. Heute wird's aufheitern, nicht wahr? Die neuesten Meldungen, die neuesten Meldungen. Ja, gib mir eine. Wie viel? 2,5 Pence, Sir. Was? Hier steht 2 Pence. Willst du mich übers Ohr hauen? Das ist der Aufpreis, Sir. Ich muss doch auch was verdienen. 25% ist ziemlich üppig, findest du nicht übrigens? Ich gebe dir 2 Pence und ein Viertel. Verdammt clever, Chef. Wirklich clever. Ihr seid ein Meister der Verkleidung. Erspar mir die Komplimente, Wiggins. Nur die Fakten, bitte. Na schön. Gerade eben hat eine Lady einem jungen Mann die Tür aufgemacht. Ich habe einen Blick da reingeworfen. Er hat dir einen großen Umschlag gegeben. Oh, da ist er. Viele Kisten kommen dann auch. Na gut. Bleib hier, Wiggins. Ich bin gleich wieder da. Oh, Sir. 2 Pence und ein Viertel, Sir. Ich habe sie bezahlt. Kutscher!
Herr Meisner? Frau Adler? Ja, sehr gut. Ausgezeichnet, Frau Adler. Hier. Mit besten Empfehlungen vom Kronprinz. Der Restbetrag wird bei Lieferung der letzten Pläne beglichen. Danke, Herr Meisner. Ach, eine Kleinigkeit noch. Sie kennen vielleicht die Zeitungsmeldungen, dass gestern Abend der Fotograf Mr. Timothy Carter ermordet wurde. Davon wusste ich nichts. War er ein Mitarbeiter von Ihnen? Ja, ein guter Freund sogar. Dann gestatten Sie mir, Ihnen mein Beileid auszusprechen, Frau Adler. Danke, Herr Meisner. Und bitte versichern Sie dem Kronprinzen, dass ein gewisses Negativ noch immer sicher in meiner Verwahrung ist. Guten Tag. Zurück nach Holborn, Kutscher. Ja, Mann. Ich nehme an, du bist diesem Gentleman gefolgt. Vollkommen richtig, Sir. Und das war ganz schön anstrengend. Er hat nicht die Kutsche genommen. Ist flotten Schrittes den ganzen Weg von der Bellamy Street bis zur deutschen Botschaft gelaufen. Der deutschen Botschaft hast du Erkundigungen über seine Identität eingeholt? Allerdings, Dr. Watson. Mhm. Ich habe zwar keinen Namen, aber ein Droschenkutscher vor dem Haus sagte, er kennt den Mann. Er gehört angeblich zur kronprinzlichen... Entourage, das ist wohl der Begriff, nach dem du gesucht hast, hm? Sie sagen es, Sir. Sehr gut, hervorragende Arbeit wie immer, Wiggins. Aber ich werde dich morgen noch einmal brauchen. Ich möchte, dass du deine Freunde zusammentrommelst und wir uns um 1:30 vor dem Wirtshaus Ship auf der Straße nach Southampton Mews treffen. Ich werde dort auf dich warten. In Ordnung. Hm. Oh, Sir, Sie kennen die Jungs. Die sehen immer gern 1-2 Münzen im Voraus. Und wie viel ist es diesmal? Eine halbe Krone, Sir? Also gut. Watson, könnten Sie... Eine halbe Krone. Letztes Mal waren es nur 2 Schilling. Dafür gibt es ein Wort, Wiggins. Inflation, Sir? Nein, Erpressung. Hier 2 Schilling 6 Pence. Danke. Dann bis morgen, Sir. Sehen Sie, Watson, die Fakten stützen meine früheren Vermutungen. Ja, und die eines gewissen Geheimdienstoffiziers, der Sie heute Morgen aufgesucht hat. Ja, Mycroft. Sie kennen ihn nicht so gut wie ich, Watson. Für Sie ist er ein sauberer Charakter. Für mich ist er ein Tier im Käfig mit sehr, sehr scharfen Krallen. Holmes, ich fürchte, Ihre spezielle Konkurrenz gefährdet Ermittlungen von nationaler Sicherheit. So etwas sollte nicht durch Geschwisterrivalität gefährdet werden. Ja, Sie haben natürlich recht, mein Freund, und ich werde ihm über alles Bericht erstatten. Sobald meine offene Rechnung mit meiner alten Freundin Miss Adler beglichen wurde. Tja, ich vermute, Sie haben vor, das Negativ zu beschaffen. Mal abgesehen von persönlichen Dingen, ich habe meinen Auftrag keineswegs vergessen. Miss Adler traut niemandem. Sie wird das Negativ immer in ihrer Nähe haben. Schnell, Watson. Sofort. Hier, bitte. Das ist ja alles klar. Und jetzt los, beeilt euch! Darf ich Ihnen runterhelfen, Miss? Entschuldigung, nicht. Lassen Sie mich los. Das machen. Kommen Sie. Was soll denn dieser Unsinn? Los. Lass mich los, habe ich gesagt. Aus dem ich Weg. Das machen. Ich darf das. Lass mich doch. Hört auf damit, in Gottes Namen. Hört auf damit. Hört sofort damit auf. Oh. Aber... Was hat er denn? Alles in Ordnung, Hochwürden? Ist er ernsthaft verletzt? Wahrscheinlich ohnmächtig.
Nein, er ist bei Bewusstsein. Wir können ihn nicht hier liegen lassen. Schafft ihn ins Haus. Da haben Sie recht, Mrs. Kein Problem. Hier, ich helfe euch. Verschwindet schon, ich mach das allein. Kommen Sie hoch, Würden. Kutscher? Danke. Ich danke, Ma'am. Hier entlang. Gleich da auf das Sofa. Ist gut. Kommen Sie, Hochwürden, hier entlang. Wir haben es gleich geschafft. Da sind wir auch schon, Hochwürden. Geht ihm schon irgendwie besser? Ich krieg keine Luft mehr. Ihr braucht Luft. Soll ich mal kurz das Fenster für ihn aufmachen, Ma'am? Ja, bitte. Danke, junger Mann. Ich kann mich jetzt allein um ihn kümmern. Bitte schließ die Tür, wenn du rausgehst. Gut. Alles Gute dann auch noch. Ihnen auch, Sir. Ist noch irgendwas? Tja, es ist üblich, für gute Dienste ein Trinkgeld zu geben, Ma'am. Das ist doch vollkommen lächerlich. In der Tat. Solltest dich schämen. Komm mir nicht auf die Tour, Opa. Ich hätte dich auch halbtot liegen lassen können. Dann hätten die Kerle dich ausgenommen. Das reicht. Raus, verschwinde, bevor ich die Polizei rufe. Schon gut, schon gut. Regen Sie sich wieder ab. Ich will ja schon. Sie müssen sich nicht aufregen. Ich habe den Wink schon verstanden. Sowas muss man mir nicht zweimal sagen. So eine Unverfrorenheit. Ja, ja. Geht es Ihnen besser, Hochwürden? Kann ich Ihnen was bringen? Ein Glas Wasser, bitte. Wasser? Kommt sofort. Hier, nehmen Sie das, Holmes. Schnell. Warten Sie. Nicht wackeln. So müsste es auswurzeln. Gut. Okay, viel Glück. Feuer! 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 Schnell! Bringen Sie sich in Sicherheit, Ma'am. Dieser junge Rüpel hat brennende Lumpen durchs Fenster geworfen. Bitte geben Sie mir sofort den Umschlag, Miss Adler. Eine Rauchbombe. Sehr clever, Mr. Holmes. Sherlock Holmes. Den Umschlag, bitte. So, der legendäre Detektiv. Endlich sehen wir uns wieder. Ich habe Ihre bemerkenswerten Heldentaten genau verfolgt, Mr. Holmes. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Miss Adler. Als wir uns das letzte Mal sahen, machten Sie mich zum Komplizen bei einem sehr fein gesponnenen Verbrechen. Ich habe keine Vorstellung davon, was Sie meinen. Sie müssen mir nichts vormachen. Ich weiß, wie dieser Coup gelang. Tja, dann muss ich mich wohl unglücklich nennen, weil der Kronprinz Sie jetzt engagiert hat. Er hat Sie geschickt, nehme ich doch an. Korrekt. Na schön. Sie haben, weswegen Sie hier waren. Was jetzt noch? Haben Sie etwa vor, die Pistole zu benutzen, Mr. Holmes? Tja, das kommt ganz darauf an. Tatsächlich? Aber in den Rücken würden Sie einer Lady bestimmt nicht schießen. Nicht wahr, Mr. Holmes? Das hätte ich auch nicht gedacht. Leben Sie wohl, Mr. Holmes. Sie hören noch von mir. Machen Sie nicht so viel aufheben, Sir. Das ist nicht mein Finger, was ich Ihnen in die Rippen bohre. Gehen wir. Na los.
Kutscher! Tja, Mr. Holmes, ich fürchte, Sie haben etwas, das uns gehört. Tatsächlich? Und was sollte das sein? Sie müssen wirklich nicht alles noch schwieriger machen. Ich versichere Ihnen, ich habe keine Bedenken, diese Waffe zu benutzen. Bedenken? Ihr Wortschatz zeugt durchaus von guter Kinderstube. Machen Sie sich nicht lustig über mich. Geben Sie mir das negativ. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Ich habe es nicht, wie Sie sehen können. Es hat keinen Sinn. Na schön. Diesmal haben Sie gewonnen, Mr. Holmes. Diesmal. Und vergessen Sie nicht, Mr. Holmes. Wir behalten Sie im Auge. Kutscher! Mr. Holmes! Mr. Holmes, Sir! Dürfen wir Sie mitnehmen? Ausgezeichnet. Wie gerufen, Wiggins. Ich biete Ihnen gern meinen Platz an, Sir. Von hier aus schaffe ich es schon. Danke. Kutscher? Verzeihen Sie, Sir, aber Sie dürfen hier nicht rein. Gehen Sie bitte, sonst sehe ich mich gezwungen... Ich bin's, Jenkins. Dr. Watson, was machen Sie hier? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Öffnen Sie die Seitentür, ich muss an mein Tresorfach. Nun machen Sie endlich! Ja, Sir. Und jetzt? Lassen Sie mich wieder raus, ja? Und kein Wort zu niemandem. Sie wissen, Sie können sich auf mich verlassen, Dr. Watson. Danke, Jenkins. Sicher hinter Schloss und Riegel, mein Freund. Aber selbstverständlich. Also dann, Watson. Die Geschichte wird immer verworrener. Es dürfte Sie interessieren, dass ich soeben entführt wurde. Augenscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die nach dem Negativ suchen. Entführt, sagen Sie? Von wem? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Allerdings habe ich in Miss Adlers Wohnung eine interessante Entdeckung gemacht. Ein Porträt von ihr, auf dem der Name des Fotografen stand. Timothy Carter. Läuten irgendwelche Glocken? Waage. Genau dieser Mr. Carter wurde vorgestern Abend tot in seinem Atelier aufgefunden. Es stand in der Spätausgabe der Times. Der Junge, der die Leiche entdeckt hatte, hat drei Männer beobachtet, die den Tatort mit großen Kisten verließen. Ich denke, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass auch Sie ein gewisses Negativ gesucht haben. Mhm. Und was nun? Wenn ich das Negativ dem Kronprinzen überreiche, verlässt er vielleicht das Land mit den Dokumenten, die Miss Adler ihm überlassen hat. Scheint ganz so, als würde ein simpler Fall von Erpressung nun doch noch Ihrem Bruder in den Schoß fallen. Statten Sie ihm doch mal einen Besuch ab. Und du hast gesehen, wie dieser junge Mann das Admiralitätsgebäude betrat? Zweifelsfrei. Wie immer, lieber Bruder, hast du Details beobachtet, die sich später als unschätzbar herausstellen. Sei versichert, dass ich diesem Verrat sofort ein Ende bereite. Davon bin ich überzeugt. Aber, Mycroft, es ist allgemein bekannt, dass der deutsche Kaiser sich eine prächtige neue Flotte bauen lässt. Wozu brauchen dann seine Agenten noch Informationen von unserer Marinebehörde? Die wollen alles wissen. Listen über die Bewaffnung, Ausrüstung, Dauergeschwindigkeit etc. etc. Alles Wissenswerte über unsere neue Dreadnought-Schlachtschiffklasse. Also wirklich, Mycroft, gehst du da nicht ein klein wenig zu weit? Warum sollen Sie Agenten losschicken, um Kenntnisse zu erlangen, die man ebenso gut aus der Zeitung erfahren kann? Mich interessiert dabei nur, dass es offenbar in meinem eigenen Haus einen Verräter gibt. Vielleicht könnte ich dir in dieser Angelegenheit behilflich sein. Du warst bereits unentbehrlich, Sherlock. Aber Angelegenheiten der Staatssicherheit liegen nun mal auf meiner Seite des Schreibtisches. Mycroft! Du weißt, deine Geheimnisse sind bei mir sicher aufgehoben. Oh. Ich kann dir nur so viel sagen. Unsere Schiffbauer arbeiten gerade an Plänen für ganz neue Kriegsschiffe. Wenn die Deutschen sich diese Zeichnungen beschaffen würden, könnten sie das Gleichgewicht beeinträchtigen. Ich fürchte, die fertigen Pläne sind bereits übergeben worden. Ja, in der Tat. Aber du könntest etwas für mich tun, Bruder. Ja, was denn?
Halt die Fotografie zurück. Überzeuge den Kronprinzen jedoch davon, dass du kurz davor stehst, sie zu erlangen. Wenn er seine Abreise verschiebt, hätten wir mehr Zeit, eine Lösung zu finden. Einverstanden. Aber halte mich bitte auf dem Laufenden. Bruder, eine Kleinigkeit noch. Diese Fotografie ist sicher in meinem Besitz. Daran zweifle ich nicht. Aber du weißt, wie unschätzbar wertvoll sie für die Regierung ihrer Majestät wäre. Wenn das hier überstanden ist, könntest du es dir nochmal überlegen. Nein, ich fürchte nicht. Du weißt schon, Berufsehre. Das sagt dir doch was. Ich finde deine Loyalitäten falsch verteilt, lieber Bruder. Wenn die Deutschen eine ähnliche Fotografie unseres Kronprinzen in den Händen hielten, versichere ich dir, sie hätten keine Bedenken, sie zu nutzen. Ich denke eher an Miss Adler. Wie stünden denn ihre Überlebenschancen ohne diese Fotografie als Sicherheit? Miss Adler? Was sorgst du dich denn um sie? Darf ich dich daran erinnern, Sherlock, dass Miss Irena Adler keine Treue diesem oder einem anderen Land gegenüber kennt? Nein, sie ist ganz allein sich selbst treu. Sie hat einen ziemlich kriminellen Verstand und kann dem Spiel mit dem Feuer offensichtlich nicht widerstehen. Und Menschen, die mit dem Feuer spielen... Ah, ich verstehe. Nicht einmal Mr. Sherlock Holmes ist taub gegenüber den Gesängen der Sirenen. Naja, was soll ich sagen? Vielleicht bin ich eben doch nur ein Mensch, weißt du? Guten Tag, Mycroft. Sie ist entwischt. Sie ist entwischt! Mit dem Negativ, fürchte ich. Aber glauben Sie mir, Euer Majestät, ich werde es euch beschaffen. Na schön. Offenbar kann nicht einmal der große Sherlock Holmes mehr vollbringen als die wichtigtuerischen Narren in meinen Diensten. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich versichere Euer Majestät, dass unsere sorgfältig geplante Liste... Sie maßen sich an, mich zu unterbrechen, Sir. Wären Sie ein deutscher Bürger, würde ich Ihnen die Zunge rausreißen lassen. Ich bitte Sie, vergeben Sie ihm, Euer Majestät. Er ist nur ein gewöhnlicher Landarzt, nicht vertraut mit dem königlichen Protokoll. Ich nehme an, Ihre Reputation wird weit überschätzt, Herr Holmes. Wenn Sie nur noch ein klein wenig mehr Geduld mit mir haben, Euer Majestät, werde ich Ihnen das Gegenteil beweisen. Einverstanden. Ich gebe Ihnen noch 2 Tage. Enttäuschen Sie mich nicht, Mr. Holmes. Also, ich bin nur ein gewöhnlicher Landarzt, ja? Sie müssen verzeihen, mein Freund, aber unser Auftritt gerade war doch ein wunderbares Schauspiel. Ich hätte Ihnen das gar nicht zugetraut. Und ich Ihnen Ihren Schwindel ebenso wenig. Meinen? Nein, ernsthaft, Holmes, ich rieche Gefahr. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wir können nur nicht viel tun. Wir müssen auf Mycrofts Fähigkeiten vertrauen, den Fall aufzuklären. Die Dinge könnten kaum in besseren Händen sein, aber hat er seine Pläne mit Ihnen besprochen? Nein, aber ich bin nicht geneigt zu glauben, dass Miss Adler jetzt für 2 Länder äußerst wichtig ist. Wir können nur hoffen, dass sich nicht noch jemand an sie ranmacht. Vielleicht macht sie sich ja auch an sie ran. Immerhin weiß sie, dass sie das negativ... Aber sie weiß, dass ich es auch nicht mehr herausrücken würde. Möglicherweise nicht freiwillig, Holmes, aber... Nur keine Angst. Sie wird mich schon nicht auf die Klippen locken. Ich muss gestehen, dass ich nicht vollständig davon überzeugt bin. Tja, ich tröste mich mit einem herzhaften Essen in Monsieur Perriards Restaurant. Lassen Sie mir Gesellschaft? Ich habe heute keinen großen Appetit und gehe gleich in den Club. Wir sehen uns dann morgen. Guten Abend, Dr. Watson. Guten Abend, Jenkins. Das Übliche, bitte. Kommt sofort, Sir. Danke. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Danke. Danke. Es war mir ein großes Vergnügen, Sir James. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Herr Meisner. Ich hoffe sehr, wir haben bald die Gelegenheit, Sie wieder zu begrüßen. Aber natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Vielleicht kann ich mich, wenn Sie das nächste Mal in Deutschland sind, für den Gefallen revanchieren. Das wäre sehr freundlich. Ach, Jenkins. Ach, eins wollte ich noch fragen. Ausländischer Besuch heute Abend? Der deutsche Gentleman? Ja, Sir. Gehört zur Entourage des Kronprinzen, glaube ich. Ach, tatsächlich. Und der Gentleman aus dem Club, mit dem er hier war, wer war das? Sir James Walter. Einer seiner äußerst seltenen Besuche. Ich verstehe. Danke, Jenkins. Jenkins, darf ich Sie kurz stören?
Ach, so etwas. Watson, welche Freude. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Aber Lord Herford, nicht im Geringsten, senden Sie sich. Darf ich Sie zu einem Scotch einladen? Nein, 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 wirklich nicht. Danke. Ich bitte Sie nur kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Doch nichts Ernsthaftes, hoffe ich. Nein, nein, nein. Es ist vor allem etwas delikat. Dürfte ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten? Ich bitte darum. Lady Marligant, die junge Witwe des alten Barnaby Marligant. Kennen Sie sie zufällig? Alice Marligant. Wer in London kennt nicht diese berühmte Schönheit? Nun ja, ich möchte gern um Ihre Hand anhalten. Oh, wirklich, Lord Herford? Ich weiß, ein alter Narr und so weiter, aber ein wohlhabender alter Narr. Und um einige Jahre jünger als der alte Barnaby, möchte ich hinzufügen. Ja, sicher. Ich habe die hier erworben als Zeichen meiner Absicht. Die möchte ich ihr zukommen lassen am Wochenende beim Jagdball, wollte ich sie ihr überreichen. Eigentlich wollte ich sie im Tresor des Clubs aufbewahren, aber stellen Sie sich meine Verlegenheit vor, als ich entdeckte, dass der Tresorschlüssel noch in meinem Landhaus liegt. Es macht mich nervös, die ganze Zeit damit herumzulaufen. Das ist überaus verständlich. Ich nehme an, Sie möchten sie gerne in mein Tresor verlegen. Aha. Würde Ihnen das etwas ausmachen, Watson? Keineswegs. Nur für eine Nacht. Aber natürlich. Ich danke Ihnen. Vielleicht nehme ich doch einen Port, Jenkins. Einen Port, sehr gern, Sir. Sie waren meine erste Wahl, Watson. Ja, danke, Lord Herford. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Stimmt etwas nicht, Watson? Oh nein, alles in Ordnung. Danke. Ja, tja, das war's. Sicher hinter Schloss und Riegel. Aha. Danke, Roberts. Hätten Sie vielleicht Feuer, Sir? Ja, natürlich. Sehr freundlich von Ihnen, Mr. Holmes. Und jetzt gehen Sie bitte durch die Tür. Das Spiel kommt mir bekannt vor. Für Geplauder habe ich keine Zeit. Gehen Sie. Hm? Sagen Sie, Jenkins, war heute Abend zufällig jemand unten im Tresorraum? Tja, nicht, dass ich davon wüsste, Dr. Watson. Darf ich fragen, warum, Sir? Ach, es ist nicht weiter wichtig. Ich habe nur eine Münze auf dem Boden gefunden. Sehr nobel von Ihnen, Sir. Ja. Ich werde Sie benachrichtigen, sobald jemand den Verlust meldet. Danke, Jenkins. Oh, Dr. Watson? Ja? Sir James ist mit seinen Freunden unten gewesen. Er wollte Ihnen unseren exzellent sortierten Weinkeller präsentieren. Aber warum hätte er Ihnen den Tresorraum zeigen wollen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Guten Abend, Jenkins. Guten Abend, Mrs. Hudson. Guten Abend, Mr. Holmes. Oh, Verzeihung. Ich bitte um Entschuldigung, Sir. Ja, Mrs. Hudson, was gibt's denn? Ich hab gedacht, Sie wären längst zu Hause, Sir. Tatsächlich. Und wieso das? Zwei Gentlemen kamen vor etwa 10 Minuten aus Ihrem Arbeitszimmer, sagten guten Abend und weg waren Sie. Ich hab natürlich gedacht, das war Ihr Besuch, Sir. Verstehe. Und war einer von Ihnen ein etwas stämmigerer Bursche, der wie ein Ausländer auf Sie wirkte? Ja, ganz recht, das stimmt. Danke, Mrs. Hudson. Tja, Miss Adler, der Abend ist voller Überraschungen. Was dürfte wohl die nächste sein? Ich bin nicht in der Stimmung für Spiele, Mr. Holmes. Wo ist das Negativ? In sicherer Verwahrung. Sie müssen es mir geben. Das dürfte leider nicht möglich sein. Denken Sie gut nach, Mr. Holmes. Sie können ganz sicher sein, ich habe schon aus Wut geschossen. Und ich verfehle mein Ziel nie. Ich habe keinerlei Zweifel an Ihrer Treffsicherheit. Vor allem aus dieser Entfernung. Aber Ihre Drohung ist, im Gegensatz zu Ihrer Pistole, ziemlich leer. Bitte. Machen Sie es sich doch bequem. Sie sind unmöglich, Mr. Holmes. Ja, das sagt man mir öfter. Sie wissen, dass ohne dieses Negativ mein Leben in großer Gefahr ist.
Natürlich. Aber immerhin haben Sie Ihres noch. Was man zumindest von einem Ihrer Freunde nicht mehr behaupten kann. Ich bin für Mr. Carters Tod nicht verantwortlich. Das war das Werk eines anderen. Wirklich? Mr. Holmes, kann ich denn wirklich gar nichts tun, um Sie zu überzeugen? Sie machen es einem sehr schwer. Aber es gibt wichtigere Dinge. Was für wichtigere Dinge? Ich höre. Im Ernst, Miss Adler. Naivität passt nicht zu Ihnen. Mir ist durchaus klar, dass Sie mit Hilfe eines jungen Beamten der Marinebehörde heikle Dokumente unseres deutschen Cousins ausgehändigt haben. Und wie gedenken Sie, diese Information zu nutzen? Ich nehme an, die Behörden sind Ihnen bereits auf der Spur, während wir beide hier reden. Ich kann Ihnen nur raten, Ihre vollständige Kooperation anzubieten. Nein, ich bitte Sie um Ihre Kooperation. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Alle Männer sind zu verführen, Mr. Holmes. Sind Sie die einzige Ausnahme? Das würde ich gerne denken. Das ist das Problem. Sie denken zu viel. Verzeihen Sie die Störung, aber ich muss mit Holmes sprechen. Es ist außerordentlich spät, Dr. Watson. Ich habe von der Straße aus Licht gesehen, Mrs. Hudson. Ich glaube, er möchte nicht gestört werden. Es ist außerordentlich dringend. Holmes, machen Sie auf! Was gibt es denn, Watson? Jemand hat das Negativ aus meinem Tresorfach gestohlen. Oh. Ja, wie es aussieht, haben wir eine kleine Komplikation, nicht wahr? Miss Adler! Der Zeitpunkt Ihrer Störung ist beeindruckend. Miss Adler! Fahren Sie! Ich muss gestehen, ich kann es kaum glauben. Kann der Besuch von Sir James wirklich Zufall gewesen sein? Sie wissen, ich glaube nicht an Zufälle, Dr. Watson. Es dürfte Sie interessieren, dass Sir James Walter zurzeit der Direktor der Abteilung für die Ausrüstung der Marine ist. Was? Ja, ist das nicht interessant? Ich habe gestern Abend Nachforschungen angestellt. Oh, Herr Gott, wäre es möglich, dass ein so hochrangiger Offizier in all das verwickelt sein könnte? Möglich ist alles, Watson. Sie nehmen das alles recht gelassen auf, muss ich sagen. Man sollte seinen Humor und sein Handeln nie von Gefühlen beeinflussen lassen. Ersparen Sie mir diese Plattitüden, Holmes, und sehen Sie stattdessen in den Spiegel. Und was genau sollte ich da sehen? Sie übersehen, dass Miss Adler in etwas verwickelt ist, was offenbar eine groß angelegte Verschwörung ist, die bis in die höheren Ebenen der Admiralität reicht. Jetzt hören Sie sich das an. Gestern Abend um 7.30 Uhr wurde die Leiche eines Mannes eine Meile westlich von Aldgate neben den Bahngleisen gefunden. Cardigan West, 24, ein Beamter der Abteilung für Ausrüstungsbeschaffung der Marine, erlitt tödliche Kopfverletzungen, nachdem er aus dem fahrenden Zug gestürzt war. Das muss nicht unbedingt der gewesen sein, den ich gesehen habe. Also das wäre dann ein Zufall. Sollen wir? Ja. Das ist er. Ah. Es gibt sicher keine Zufälle, Dr. Watson. Können Sie uns die wichtigsten Fakten dieses Falles vortragen, Professor Morgan? Und nur wenig mehr als das leider. Er wurde mit dem Gesicht nach unten neben den Gleisen gefunden. Offensichtliche Todesursache, Sturz aus einem fahrenden Zug, was zu schwersten Kopfverletzungen führte, wie Sie sehen können. Tja, ich fürchte, die Fakten stützen Ihre Hypothese nicht. Nein, nein, dieser junge Mann starb nicht auf die von Ihnen beschriebene Art und Weise. Ich muss doch sehr bitten. Sehen Sie etwas genauer hin. Dieser Körper weist eine einzige große klaffende Wunde an der Stirn auf und dazu noch einige Quetschungen. Was in der Tat darauf hinweist, dass er einen heftigen Schlag auf den vorderen Teil des Kopfes erhielt. Aber sehen Sie nur, wie eine kleine Blutlache über seine Schläfe hinabrann und sich in der Muschel des rechten Ohres sammelte.
Also, wenn Blut nicht den Gesetzen der Schwerkraft trotzt, würde ich doch sagen, dieser Mann lag auf dem Rücken, kurz nachdem er den tödlichen Hieb erhielt. Guter Gott, Sie haben recht. Ausgezeichnet, Watson. Na, Professor, wer ist in diesem Fall der zuständige Detective? Ein junger Kerl, Inspektor Lestrade. Er ist bestimmt noch am Tatort zu finden. Gut, kommen Sie mit, Watson. Ja, gern. Guten Tag, Professor. Wirklich, Sir, es ist mir eine große Ehre. Ja, danke. Dr. Watson und ich wissen, dass Menschen in ihrem Beruf manchmal etwas blind sind. Wir dachten, wir könnten Ihnen etwas laienhafte Hilfe anbieten. Ja. Schauen Sie hier? Ja, Sir, er lag mit dem Kopf nach unten. Gleich hier. Sieht aus, als ob er aus dem Zug geschubst oder geworfen worden wäre. Wahrscheinlich aus dem 7.24 Uhr aus Aldgate, wie der Streckenwärter vermutet, der ihn gefunden hat. Hier ist allerdings kein Blut. Was dafür spricht, dass das Opfer tot war, als es rausgeworfen wurde. Ist das auch Ihre Schlussfolgerung, Inspektor? So ist es, Sir. Und das gibt uns ein kniffliges Rätsel auf, sage ich Ihnen. Die Fahrgäste sagen, im Zug gab es keine Schlägereien. Und in keinem der Wagen hat man Blut oder Anzeichen von Gewalt entdeckt. Also, wie bringt man jemanden im Zug um oder transportiert eine Leiche, ohne Spuren zu hinterlassen und ohne, dass es jemand merkt? Das ist mir ebenso ein Rätsel. Ja, die Wege des Herrn sind rätselhaft. Aber verraten Sie mir, Sie haben sicher den Inhalt der Taschen des Mannes inspiziert. Ja, allerdings, Sir. Und da ist mir auch etwas aufgefallen. Seine Brieftasche und seine Papiere waren noch da. Es ging dem Täter wohl nicht ums Geld. Haben Sie eine Eisenbahnkarte gefunden? Nein, Sir, eine Fahrkarte nicht. Tja, ist das nicht merkwürdig, hm? Eine Frage noch, Inspektor. Haben Sie etwas über seine Tätigkeit herausgefunden? Ja, er hat seinen Arbeitsplatz um Punkt 18 Uhr verlassen. Da ist er zuletzt gesehen worden. Tja. Danke für Ihre Zeit, Inspektor. War mir ein Vergnügen, Sir. Guten Tag, Inspektor. Dr. Watson. Na, wer sagt's denn? Ein Inspektor von Scotland Yard, dem es eine Ehre ist, Mr. Sherlock Holmes kennenzulernen. Ja, er ist offensichtlich neu in diesen Diensten. Sehen Sie nur. Was sehen Sie? Eine einspurige Eisenbahntrasse, eine langgezogene Kurve. Präzise dargestellt. Wie wird ein toter Mann transportiert und dann aus einem fahrenden Zug geworfen, ohne dass es jemand bemerken sollte? Ich nehme an, es war nicht menschliche Kraft, die ihn vom Zug warf, sondern Zentrifugale. Die Leiche war nicht im Waggon, sondern auf dem Waggon, auf dem Dach, um genau zu sein. Und als der Zug mit hoher Geschwindigkeit um die Kurve fuhr, flog er davon. Was mich zu der Frage veranlasst, wie kam die Leiche auf das Dach? Wer hat sie dort hingelegt? Wenn Sie schon mal mit der Bahn in einem Großstadtgebiet unterwegs waren, ist Ihnen sicher aufgefallen, dass es angrenzende Gebäude gibt mit Fenstern, die sich knapp über der Dachhöhe befinden. Ja, ja. Und wenn der Zug unter so einem Fenster hält, wäre es nicht schwierig, eine Leiche auf dem Dach zu deponieren. Sollen wir der Theorie nachgehen? Ja. Aldgate ist ein verkehrsreicher Knotenpunkt. Mehrere Linien führen von beiden Richtungen in den Bahnhof. Natürlich müssen da einfahrende und abfahrende Züge öfter an einem Signal halten, bis die Strecke vor ihnen frei ist. Wieder korrekt, Sir. Können Sie sich zufällig erinnern, ob der 7.24 Uhr aus Aldgate gestern Abend kurz nach Verlassen des Bahnhofs angehalten wurde? Aber ja, Sir. Ich halte den 7.24 Uhr immer für etwa eine Minute an, um den 6.48 aus Williston durchzulassen. Und können Sie uns sagen, wo sich das Haltesignal befindet? Etwas östlich der Bellamy Street, Sir. Vielen Dank, guter Mann. Sie haben uns damit sehr geholfen. Nicht zu danken, Sir. Tja, es passt doch alles hervorragend zusammen, nicht wahr? Ja, das muss ich zugeben. Dann wollen wir es das mal genauer ansehen. Okay, es kann losgehen. Die Strecke ist wieder frei. Es sieht ganz so aus, als würde meine Theorie die Prüfung bestehen. Ja, es erscheint etwas unwahrscheinlich, Holmes. Und doch, wie ich schon oft bemerkt, der Dr. Watson, wenn alle anderen Möglichkeiten ausscheiden, muss das, was bleibt, so unwahrscheinlich es sein mag, die Wahrheit sein. Tja, wenn wir das gesamte Gelände inspiziert haben, werden wir sicher Beweise einer jüngst stattgefundenen tödlichen Auseinandersetzung finden. Na gut. Nun, was sagen Sie dazu? Warten Sie hier, Kutscher. Ja, Ma'am. Der Nebel lichtet sich eindeutig, mein Freund. Ja, das sehe ich ebenso.
Watson. Sieht aus, als habe hier jemand versucht, etwas hastig wegzuwischen. Eingetrocknetes Blut. Ja. Offenbar ist unser Mr. West diese Treppe hinuntergefallen oder sie hinabgestoßen worden. Mit dem Kopf ist er vermutlich an dieses Geländer gestoßen. Dann hier auf dem Boden gestorben. Es scheint alles soweit in Ordnung zu sein, Frau Adler. Ja, mit diesen letzten drei Zeichnungen müssten Ihre Pläne vollständig sein. Hervorragende Arbeit, Frau Adler. Die deutsche Nation bewundert Sie. Bewunderung allein macht nicht satt. Eine Belohnung dagegen schon. Ah ja, natürlich. Gut. Meine Empfehlung an den Kronprinzen. Da ist noch eine Kleinigkeit, Frau Adler. Die Fotografie. Die ist nicht verhandelbar. Ich habe dem Kronprinzen versprochen, solange seine Agenten mich in Frieden lassen, wird sie niemals ans Licht der Öffentlichkeit geraten. Ich stehe zu meinem Versprechen. Leben Sie wohl, Herr Meisener. Der war bei uns im Club. Dann hat er jedenfalls nicht die Fotografie gestohlen. Was zum Teufel ist da los, Holmes? Ich muss es klären. Aber zunächst müssen wir ein letztes Mal beim Kronprinzen zu Kreuze kriechen. Warten Sie bitte, Kutscher. Es wird nicht lange dauern. Was sagten Sie, Watson? Haben Sie eine Vorstellung, was das für Dokumente waren, Holmes? Baupläne oder besser gesagt, gefälschte Baupläne. Wie können Sie da sicher sein? Ich glaube, die folgenden Ereignisse werden meine Annahme bestätigen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Unser junger Freund ist offenbar sehr in Eile. Was wird er wohl vorhaben? Gute Frage. Meine Herren, bitte treten Sie näher. Willkommen. Willkommen. Der Zeitpunkt Ihres Erscheinens ist untadelig. Champagner für unsere Gäste. Sie finden mich in hervorragender Stimmung, Mr. Holmes. Ja, Euer Majestät, beträchtlich weniger erregt als bei unserem letzten Treffen. Erregt? Ich war völlig außer mir vor Enttäuschung. Aber dank Ihnen, Mr. Holmes, ist das jetzt alles Vergangenheit. Heute feiern wir. Ja. Tja, verzeihen Sie meine Unwissenheit, Euer Majestät, aber was genau feiern wir? Tja, dass Sie zu Wege gebracht haben, was meinen treuen Dienern nicht gelungen ist. Sie haben Ihre Arbeit mit Diskretion und Tüchtigkeit erledigt, Eigenschaften, die ich außerordentlich respektiere. Auf Diskretion und Tüchtigkeit erheben wir unser Glas. Euer Majestät, ich habe nicht den Wunsch, eure Feierlaune zu verderben, aber ich muss Sie pflichtgemäß davon in Kenntnis setzen, dass alle unsere Bemühungen, Ihre Fotografie zu beschaffen, vergeblich waren. Ihr Engländer habt einen abgründigen Sinn für Humor. Sie müssen Witze machen, Mr. Holmes. Vor etwa einer Stunde hat man mir einen Briefumschlag übergeben mit Ihrem Namen darauf. Ich bitte um Verzeihung, Euer Majestät, aber auf uns wartet eine dringliche Angelegenheit. Ich wünsche eine angenehme Reise. Guten Abend. Kutscher! Kutscher! Wohin diesmal, Holmes? Miss Adler ist ernsthaft in Gefahr, Watson. Ich bete nur, dass wir nicht zu spät kommen. Richtig. Im Eiltempo noch Southampton News. Hover, nur zu! Ja! Ich komme!
Guten Abend, Miss. Entschuldigung, ich musste feststellen, dass Ihr Fenster zur Gasse offen steht. Besser, Sie schließen es oder legen den Riegel vor. Sie verstehen? Danke, Officer. Und guten Abend. Der Polizist hatte vollkommen recht. Herr Meisner. Sie sollten Ihre Fenster nicht offen stehen lassen, Frau Adler. Sie können nie wissen, wer da reinklettert. Suchen Sie etwa die hier? Was kann ich für Sie tun? Haben wir unser Geschäft nicht abgeschlossen? Das ist ein rein privater Besuch, Frau Adler. Ich wusste nicht, dass wir eine private Beziehung unterhalten. Tun wir auch nicht. Ich erfülle nur eine Pflicht. Hab ich die meine nicht bereits erfüllt? Teilweise. Aber sie behielt noch eine gewisse Fotografie zurück. Als Versicherungspolice, Herr Meisner. Sie hätten bestimmt nicht anders gehandelt. Ja, durchaus möglich, Frau Adler. Doch unglücklicherweise ist Ihre Police inzwischen abgelaufen. Versuchen Sie, die Tür einzudrücken. Ich versuch's am Fenster. Ja, gut. Miss Adler! Miss Adler! Was geht denn hier vor? Das Leben dieser Frau ist in Gefahr. Miss Adler! Miss Adler! Hallo, Miss! Miss! Kommen Sie mit. Ja, Sir. Darf ich bitte mal? Ach, besten Dank. Lassen Sie sie los, hey, Meisner! Sie sind verhaftet! Das glaube ich kaum, Officer. Und jetzt gehen Sie darüber. Die Pistole ist nicht echt. Watson, kümmern Sie sich um Miss Adler, Officer! Ja! Laufen Sie um den nächsten Block, da können wir den Weg abschneiden. Haben Sie recht, Sir. Ich nehme an, Sie beabsichtigen, das Land umgehend zu verlassen, Miss Adler. Allerdings. Ich danke Ihnen, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Aber wenn Sie hoffen, Sie können mich von meiner Abreise abhalten, fürchte ich, ich muss Sie enttäuschen.
Mir ist vollkommen klar, dass Sie Ihren Auftraggeber gewechselt haben. Und natürlich ist damit Ihre Freiheit, das Land zu verlassen, gewährleistet. Ein sehr wandlungsfähiger und einträglicher Beruf, die Spionage. Habe ich recht, Miss Adler? Vielleicht sollten Sie sich auch einmal darin versuchen. Es scheint Ihnen leicht zu fallen, vertrauliche Auskünfte zu erhalten. Ich habe nur logische Schlussfolgerungen gezogen. Untertreiben Sie nicht, Mr. Holmes. Ihre Theorie ist interessant, aber nicht ganz korrekt, fürchte ich. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Genickbruch und schwere innere Verletzungen. Der Polizist kommt gleich noch vorbei. Er möchte mit Ihnen reden. Sonst noch etwas, Mr. Holmes? Ja. Ihnen ist zweifellos bekannt, dass gestern ein junger Mann an den Bahngleisen tot aufgefunden wurde. Davon weiß ich überhaupt nichts. Miss, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Na schön. Leben Sie wohl, Miss Adler. Bis wir uns wiedersehen, Mr. Holmes. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Nun, das wäre sehr bedauerlich. Mr. Holmes, es gibt nur einen Menschen, der Ihre Fragen beantworten kann. Ich schlage vor, Sie wenden sich an ihn. Zwei Stück? Wie üblich, nehme ich an. Danke. Es geht dir gut, hoffe ich. Ein bisschen nachdenklich vielleicht. Und was grübelst du, wenn ich fragen darf? Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel über die Auswirkungen unkritischen Vertrauens sinniert. Wie es den Geist vernebelt und das Urteilsvermögen gefährdet. Und war dein Urteilsvermögen in letzter Zeit gefährdet, Bruder? Ernsthaft sogar. Überaus bedauerlich. Ja. Und ich kam zu der misslichen Schlussfolgerung, dass man absolut nichts für selbstverständlich halten kann. Nicht einmal das Vertrauen, das man in seinen eigenen Bruder setzt. Das ist allerdings eine schmerzhafte Anschuldigung. Schmerzhaft für uns beide. Dein Doppelspiel in dieser Angelegenheit hat mich zutiefst verletzt. Du hast mir dein Wort gegeben, dass du dich nicht in meine Angelegenheit einmischst, solange zumindest nicht die Sicherheit der Nation gefährdet sei. Aber bei der ersten Gelegenheit haben mir deine Leute das negativ entwendet. Das hat mich meinen Glauben an dich gekostet, Mycroft. Ich bedauere, dass ich dich enttäuscht habe. Aber es gibt Dinge, die sind dicker als Blut. Was ich tat, tat ich allein im Interesse der Nation. Dann bitte ich dich, erklär's mir. Du kennst meine Maxime. Je weniger etwas wissen, desto besser. Deswegen enthielt ich dir gewisse Einzelheiten vor, die ich dir erst jetzt erzählen kann. Ganz einfach. Irena Adler stand von Anfang an in dieser Angelegenheit in meinen Diensten. Um falsche Dokumente zu liefern. Das ist zutreffend. Wir wussten natürlich, den Deutschen war der Fortschritt in der Konstruktion unserer Unterseeboote bewusst. Und sie wollten ihre eigenen bauen. Als wir entdeckten, dass Mr. Cardigan West den Deutschen unsere Pläne anbot, war die Idee für einen wirkungsvollen Gegenschlag geboren. Da Miss Adler schon länger unsere Doppelagentin war, war sie die perfekte Verbindungsperson. Es blieb nur noch eins zu tun, und zwar die echten Entwürfe durch die, die von uns gefälscht waren, zu ersetzen. Na schön, Mycroft. Man muss dir schon gratulieren zu deiner Liebe zur Queen und unserer Nation. Aber das erklärt nicht alle Ungereimtheiten. Du spielst natürlich auf dieses Negativ an. Ganz genau. Ich nehme an, du hast für künftige Zwecke ein Duplikat anfertigen lassen.
Dir sollte doch klar sein, was diese Fotografie für uns bedeutet. Es ist kein Geheimnis, dass unsere deutschen Cousins uns unsere Vormachtstellung auf See neiden und uns streitig machen wollen. Wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um das zu verhindern. Und wie könnte eine simple Fotografie das bewirken? Nicht eine simple Fotografie, eine betont peinliche Fotografie, mit deren Hilfe der zukünftige Kaiser unter Druck gesetzt werden kann, sollte er uns womöglich in einen Krieg treiben wollen. Interessantes Argument, Mycroft, aber ein trügerisches. Fakt bleibt, du hast mein Vertrauen missbraucht. Das, was ich tat, tat ich in Erfüllung meiner Pflicht. Oh ja, deiner Pflicht. Und wenn ich im Laufe meiner Pflichterfüllung deine Geheimnisse verriete, würdest du mich dann etwa auch kopfüber eine Treppe hinunterwerfen lassen? Welcher Sarkasmus. Das ist unter deiner Würde. Ja, das ist doch nur eine einfache Frage. Ich habe den Eid abgelegt, meine Königin und das Land zu verteidigen. Jeder, der einen von beiden verrät, muss die Folgen dafür tragen. Ich verstehe. Und als du diesen Eid abgelegt hast, hat man da so eine Art metaphysische Operation durchgeführt, mit der man erfolgreich dein Gewissen entfernen konnte? Du darfst es dir gern leisten, selbstgerecht zu sein. Aber ich muss dich daran erinnern, dass Mr. Cardigan West auf frischer Tat ertappt wurde, wie er sein Land verriet. Schon wahr. Aber ist es nicht hierzulande üblich, dass die Gerichte über die Bestrafung eines Verbrechers entscheiden? Er wurde nicht hinuntergestoßen. Wir hatten ihn überrascht. Er geriet in Panik und im weiteren Verlauf stürzte er die Treppe hinunter und schlug unglücklich auf. Natürlich, Mycroft. Und kam dir nicht in den Sinn, dass du durch die Rückgabe der Fotografie auch Miss Adlers Leben gefährdet hast? Ach, Miss Adler. Für sie war vorgesorgt, angesichts der Situation. Sie trägt allein die Risiken, die ihrem Gewerbe anhaften. Das tun wir doch alle, Mycroft. Das tun wir alle. Schönen Abend dann noch, Bruder. Ja, da haben wir es. Herr Heinrich Meisener, Adjutant des Kronprinzen, stürzte gestern Nacht auf tragische Weise zu Tode. Als Folge eines Liebesstreites, den er mit seiner Mätresse hatte, der berühmten Opernsängerin Irene Adler. Vor seiner Abreise nach Deutschland schickte der Kronprinz seine Beileidsbezeugung an Miss Adler und eine Erklärung an die Presse. Tja, ich würde sagen, der Fall ist abgeschlossen, Holmes. Holmes? Fall abgeschlossen? Aber ja, absolut. Fall abgeschlossen, Watson. Aber nicht die Rechnung. Lag es nicht zum großen Teil an unseren Bemühungen, dass das negativ wieder beschafft wurde? Ich würde Ihnen zu gerne die Rechnung schicken. Bevor Sie das tun, könnten Sie mir vielleicht noch erklären, woraus Sie folgerten, dass es die Leute Ihres Bruders Mycroft waren, die Sie entführten, und dass Sie es waren und nicht Herr Meisener, die später das Negativ aus meinem Tresorfach entwendeten. Das war wirklich nicht schwierig, Watson. Tatsächlich. Bezugnehmend auf Burkes Adelsbuch war Sir James Walter ehemals Marineattaché der britischen Botschaft in Berlin. Und zur selben Zeit war Mycroft Leiter des dortigen Militärgeheimdienstes. Ich verstehe. Ja, sehr einfallsreich, Ihr Bruder. Einfallsreich, ja. Wir können jedenfalls froh sein, dass er für unsere Seite arbeitet, Holmes. Ja, bitte? Eine Lieferung für Sie, Mr. Holmes. Klingt vielversprechend. Vielen Dank. Eine Nachricht, mal sehen. Interessant. Lieber Mr. Holmes, dank Ihrer Bemühungen, die Sie in meinem Interesse anstellten und angesichts des rühmlichen Ausgangs, hielt ich es nur für fair, Sie mit der Hälfte Ihres Honorars zu entlohnen. Grüße der Kronprinz. Tja, Holmes, wie es scheint, müssen Sie den Brief wohl doch nicht schreiben. 50 Goldkronen. Also das ist gewiss ein schöner Grund zum Feiern, alter Freund. Nein? Na, kommen Sie, gehen wir in meinen Club und öffnen einen guten Portwein. Gehen Sie schon mal vor, ich treffe Sie dort. Sind Sie sicher? Na schön.
Wir sehen uns nachher.
Sie denn hier? Meisener! Das Schreiben kam gestern Abend. Was halten Sie davon? Sie sind ein Mann, den man in Angelegenheiten von größter Bedeutung vertrauen kann. Diese Beschreibung Ihrer Person haben wir aus allen Quellen erhalten. Naja. Suche Sie morgen um 10 Uhr vormittags in Ihrer Wohnung auf. Kein Datum, keine Unterschrift. Aber eine elegante Handschrift und dieses Papier mit Sicherheit sehr teuer und außergewöhnlich fest. In der Tat. Das wurde ganz bestimmt nicht in England gefertigt. Halten Sie es mal gegen das Licht. Was ist mit dem Wasserzeichen? Ich erkenne da ein großes E mit einem kleinen G und ein großes P und ein großes G mit einem kleinen T. Zweifellos das Monogramm des Fabrikanten. Nein. Nein? Das GT steht für Gesellschaft. Eine ganz übliche Abkürzung im Deutschen. Das P steht zweifelsohne für Papier. Das EG ist sicher die Abkürzung für Egria, eine Papiergewerbestadt in Bayern. Ach, und was ist mit dem Verfasser? Offenbar ein begüterter und gebildeter Mann, aber sicher kein Engländer, nicht bei einer so akkuraten Zeitangabe. Suche Sie morgen früh um 10 Uhr in Ihrer Wohnung auf. Vollkommen richtig. So penibel kann eigentlich bloß ein Deutscher sein, glauben Sie? Ja, dann ist unser mysteriöser Gast ganz bestimmt ein deutscher Adeliger. Mit Sicherheit von Adel. Ah. Da möchte Sie ein Herr sprechen, Mr. Holmes. Er wird bereits neugierig erwartet, Mrs. Hudson. Sehr wohl, Sir. Darf ich bitten, Sir? Treten Sie bitte näher. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist mein Assistent, Dr. Watson. Freut mich sehr. Mr. Holmes, mein Name ist Manfred von Kramm. Ich komme zu Ihnen in der Angelegenheit eines Freundes, der sich in einer höchst misslichen Lage befindet. In der Tat? Watson, würden Sie bitte seiner Majestät den Mantel abnehmen? Was? Sie wissen, wer ich bin? Majestät hat er noch nichts gesagt, da wusste ich richte meine Worte an Wilhelm Friedrich von Hohenzollern, Kronprinz und künftiger Kaiser des Deutschen Reiches. Großer Gott! Eine simple Schlussfolgerung aus dem anonymen Schreiben und der Bekanntmachung Ihrer Ankunft vor 2 Tagen in der Times. Womit kann ich dienen? Ihr guter Ruf ist wohl verdient, Mr. Holmes. Also, Sie müssen verstehen, es ist nicht meine Art, solche Angelegenheiten persönlich zu erledigen. Aber das hier ist ein besonders delikates Thema. Und offensichtlich persönlicher Natur, nehme ich an. Zutreffend. Deswegen muss ich als erstes Sie beide zu absoluter Geheimhaltung verpflichten. Ja, natürlich, Euer Majestät, Sie können sich auf unsere vollkommene Diskretion verlassen. Oh ja, selbstverständlich. Fahren Sie doch fort. Ist Ihnen zufällig die polnische Opernsängerin Irena Adler ein Begriff? Der Name ist mir
vage bekannt. Sagt er Ihnen mehr, Watson? Nun ja, eine Koloratursopranistin vor ein paar Jahren, sehr populär. Tritt sie heute noch auf? Nicht auf der öffentlichen Bühne, Herr Doktor. Oh, ein Jammer. Ah, dann denke ich, Euer Majestät hat sich möglicherweise von der jungen Dame umgarnen lassen. Ich werde meine Würde nicht durch Ausflüchte beleidigen. Die simplen Fakten sehen so aus. Diese Dame brachte mich vor etwa einem Jahr in Paris in eine kompromittierende Situation, als ich sie auf einem Ball in der deutschen Botschaft traf. Kurze Zeit später eröffnete sie mir, dass ihr Boudoir in Wirklichkeit eine Art Hinterhalt war. Und dass bei einer gewissen Gelegenheit ein Fotograf hinter einer falschen Wand verborgen war und folglich wurde eine Fotografie belichtet. Eine Fotografie von betont peinlicher Natur. Ich verstehe. Nun, können Sie mir das Negativ beschaffen, Mr. Holmes? Ich verspreche Ihnen, wir werden uns bemühen, Euer Majestät. Werden Sie in London bleiben, während wir der Angelegenheit nachgehen? Sie finden mich in der deutschen Botschaft. Ich nehme an, es wurden bereits Versuche unternommen, diese Fotografie zu beschaffen. 5, genau gesagt. Alles Fehlschläge. Und Miss Adler, ist es Ihnen gelungen, sie ausfindig zu machen? Ja. Sie lebt unter dem Namen Violet Eastbury in Southampton Mews, Holborn. Aha. Sehr schön. Ich werde Ihnen spätestens in 2 Tagen Bericht erstatten. Kutscher! Sie bekommen 100 Pfund Sterling, wenn Sie die Angelegenheit bereinigen, Mr. Holmes. Ich erwarte Ihre Nachricht. Ja. 100 Pfund Sterling, Watson. Das ist das Lösegeld für einen König, finden Sie nicht? Ja, allerdings, aber sicher ist dieser Fall unter Ihrer Würde, Holmes. Wirklich? Wieso denn? Abgesehen vom hohen Stand des Klienten ist das doch ein höchst simpler Fall von Sexualerpressung. Doch wohl kaum des besten Privatdetektivs würdig. Ich vermute, an der Sache ist mehr dran, als wir erkennen. Wollen Sie damit unterstellen, der Kronprinz würde die wahre Natur dieser Affäre verbergen? Ganz genau. Das ist eine schwere Beschuldigung, den Spross eines der größten Adelshäuser Europas als Lügner zu brandmarken, Holmes. Von einem Mann, der verkleidet und unter falschem Vorwand zu einem kommt, kann man kaum erwarten, dass er plötzlich die Wahrheit sagt, nur weil seine kleine Scharade aufgedeckt wurde. Da mögen Sie recht haben, aber ich vermute, Sie tun da etwas, wovor Sie mich immer gewarnt haben. Sie setzen auf unbewiesene Annahmen. Es mag eine Überraschung für Sie sein, mein Freund, aber Miss Adler ist nicht bloß Opernsängerin. Falls ich, wie Sie es sagen, der beste Privatdetektiv bin, ist sie ganz ohne jeden Zweifel die beste Kriminelle. Kaufen Sie eine Zeitung! Sie kennen diese Frau? Das ließen Sie sich aber vorhin nicht anmerken. Natürlich nicht. Miss Adler verfügt über einen brillanten und scharfsinnigen, aber auch skrupellosen Verstand, wie ich ihn selten erlebt habe. Und Erpressung ist gewiss eine ihrer lukrativen Nebenbeschäftigungen. Aber ich kann Ihnen versichern, sie hat noch viel weitreichendere Ambitionen. Nun, für einen Namen, der Ihnen nur vage bekannt vorkam, wissen Sie aber eine ganze Menge über diese Lady. Die neueste Ausgabe. Sie verheimlichen etwas. Nicht wahr, Holmes? Eine Zeitung für Sie, Ma'am? Sie haben recht, mein Freund. Aber wenn ich diese Angelegenheit vor Ihnen verborgen hielt, so ist es allein der Blamage geschuldet, dass mir von dieser Frau übel mitgespielt wurde. Sie wurden von ihr getäuscht? Sie? Das war nicht einer meiner strahlendsten Momente. So erzählen Sie schon, Holmes, erzählen Sie! Vor etwa 6 Jahren war ich in Straßburg, anlässlich meines Besuchs beim emigrierten Prinz Kasimir von Galizien. Wie Sie sich bestimmt erinnern, konnte ich eine kleine Erbschaftsangelegenheit klären. Straßburg, oh ja. Nun ja, am letzten Abend meines Besuchs verschaffte mir der Prinz gütigerweise, wie ich dachte, eine Karte für die Oper. Es gab eine meiner Lieblingsopern, La Magdalena. Dort, in der Titelrolle der gemarterten Heldin, sah ich die ganz ausgezeichnete Miss Adler zum allerersten Mal. Ich muss gestehen, sie hat einen gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Dieses Gesicht, diese Stimme.
Am Ende des letzten Aktes war ich vollkommen und hoffnungslos in Miss Adlers Bann geraten. Ich wäre in mein Hotel zurückgekehrt, mit der Erinnerung an eine bemerkenswerte Aufführung, hätte nicht einer der Pagen mir einen Brief übergeben. Seltsamerweise hatte Miss Adler von meiner Anwesenheit im Publikum erfahren und mich eingeladen, in ihrer Garderobe ein Glas Wein mit ihr zu trinken. Sie wissen nur zu gut, dass ich immer davon ausgegangen bin, für die Liebe nicht geschaffen zu sein. Und doch... Diese Frau war auf unbeschreibliche Weise verführerisch und bezaubernd. Und es schien fast so, als fühlten wir uns beide zueinander hingezogen. Denn als ich ankündigte, dass ich am nächsten Tag nach England zurückkehren müsse... Schon morgen, Miss Adler. Aber Holmes, wir haben doch gerade erst Freundschaft geschlossen. Es kann unmöglich Ihr Wunsch sein, so schnell wieder von mir zu fliehen. Es ist ganz gewiss nicht mein Wunsch, Miss Adler. Dann werde ich es einfach nicht zulassen. Ich bin sehr gut darin, zu bekommen, was ich will. Davon bin ich überzeugt, Miss Adler, aber ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Und die wären? Ist das Empire etwa in Gefahr? Wurde die Queen in ihrem Bett ermordet? Natürlich nicht. England kann sehr wohl auf sie verzichten, Holmes. Aber ich nicht. Sie brauchen mich, Miss Adler. Klären Sie mich auf, wofür? Na schön, morgen ist meine letzte Vorstellung. Die Crème de la Crème wird ihr beiwohnen. Selbst meine Gönnerin, die Gräfin d'Auverger, wird anwesend sein. Ich kann Ihnen versichern, ich werde ein einziges Nervenbündel sein. Ihre Anwesenheit wäre für mich beruhigend. Das ist überaus schmeichelhaft, aber ich... Wenn Sie abreisen sollten und die Vorstellung wird ein Desaster, dann müssen Sie allein die Verantwortung dafür tragen. Doch wenn Sie bleiben sollten... Tja, ich... Ich denke, ich könnte meine Abreise um einen Tag verschieben. Gut. Jetzt müssen Sie mich zu meiner Kutsche begleiten, dann können wir alles bereden. Ich möchte, dass Sie den ganzen Tag an meiner Seite verbringen, Mr. Holmes. Madame, votre sac. Ah, merci, ma chère. À demain. Eine Diva sollte niemals ohne ihren Zauberkoffer gehen, Mr. Holmes. Wären Sie so nett? Oh, natürlich. Und was für einen Zauberkoffer sie hatte. Es gelang ihr, mich zu hypnotisieren und zu täuschen. Wenn ich nur geahnt hätte. Am nächsten Abend war ganz Straßburg erschienen. Natürlich auch ihre Gönnerin, die Gräfin d'Auverger, eine wohlhabende Witwe, der Miss Adler vom Neffen der Gräfin vorgestellt worden war. Sigismund. Sigismund von Hockensteller war ein Spross eines verarmten Familienzweigs. Er verbrachte viel Zeit damit, herauszufinden, wie er das ein oder andere Geschmeide aus dem Besitz seiner reichen Tanten in die Finger bekommen konnte. Das Wertvollste war der prächtige Cahinor-Diamant. Dieser kurze Augenblick der Dunkelheit und des Beifalls reichten Sigismund, um den Diamanten von der Kette zu lösen und einen Komplizen zu übergeben. Natürlich vermutete ich zunächst, wie die meisten anderen, dass ich die Kette geöffnet und während des Beifalls vom Hals der Gräfin zu Boden gefallen war. Aber das war nicht der Fall.
Die Polizei erschien und machte sich daran, jeden Einzelnen im Publikum zu verhören. Mich eingeschlossen. Danach ging ich hinter die Bühne, um Miss Adler von dem Geschehen in Kenntnis zu setzen. Oh, die arme Gräfin. Sie ist bestimmt außer sich. Sie müssen ihr helfen, Mr. Holmes. Die Polizei scheint alles unter Kontrolle zu haben. Kommen Sie mit, ich muss zu ihr gehen. Madame? Merci. Bonsoir, chérie. Macht es Ihnen was aus? Nein. Doch die arme Gräfin war untröstlich. Trotz aller Bemühungen von Miss Adler war sie durch nichts zu trösten oder aufzumuntern. Da meine Dienste nicht mehr erforderlich waren und Miss Adler ziemlich erschöpft war, durften wir uns entfernen. Und indem ich Miss Adler zu ihrer Kutsche geleitete, garantierte ich den Erfolg ihres Komplotts und wurde so unwissentlich zu ihrem Komplizen. Der Diamant war in der Tasche. Ganz richtig. Was für eine schamlose Frechheit. Nach jener Nacht sang Miss Adler nie wieder für ihren Lebensunterhalt. Es gab allerdings viele Gerüchte, sie verkehre in adligen Kreisen in St. Petersburg, Paris, Athen, Barcelona und Berlin. Ziemlich aufwendig für eine ehemalige Koloratursopranistin ohne Einkommen. Finden Sie nicht auch? Da haben Sie allerdings recht. Was war mit dem Diamanten? Er wurde verkauft. Und Ihr Komplize? Verhaftet, weil er Falschgeld in Umlauf gebracht hatte. Ich vermute, Miss Adler gab ihm seine Hälfte des Verkaufserlöses in falschen deutschen Geldnoten. Diese Miss Adler ist offenbar eine höchst clevere Gegnerin. Hm. Wie sollen wir vorgehen? Ich werde ihr einen Besuch abstatten. Aber vorher möchte ich, dass Sie zum Markt in Smithfield fahren und unseren Helfern sagen, Sie sollen Wiggins suchen. Er soll zur Adresse kommen, die der Kronprinz uns gab, und dann warten Sie in der Baker Street auf mich. Bin schon unterwegs. Guten Morgen, Mycroft. Guten Morgen, lieber Bruder. Du hast doch nichts dagegen. Weil du nicht da warst, bat ich deine Haushälterin, mich reinzulassen. Ja, ja, natürlich. Ich nehme an, das ist kein privater Besuch. Darf ich bitte... Womit kann ich dem Geheimdienstchef seiner Majestät behilflich sein? Hm? Ganz einfach. Wenn der zukünftige deutsche Kaiser sich heimlich an Sherlock Holmes wendet, möchte die Regierung ihrer Majestät natürlich den Grund erfahren. Du meine Güte, du stehst wirklich früh auf. Seit der Ankunft des Kronprinzen surrt es im Kabinett wie in einem umgekippten Bienenstock. Du kennst ja selbst unsere Mächtigen, ständig nervös und misstrauisch. Und sie vermuten, dass mehr hinter dem Besuch des Prinzen steckt als die vermeldeten gesellschaftlichen Gründe. Hm? Hervorragend ausgedrückt. Was erwartet er von dir? Wenn ich dir das sage, erwarte ich vollkommene Diskretion. Und du musst mir dein Wort geben, dass du dich nicht einmischst, solange die Sicherheit oder die Interessen der Nation nicht gefährdet sind. Ich gebe dir mein Wort. Einverstanden. Aber es mag durchaus sein, dass der Fall weltlicher ist, als du ahnst. Er erwartet von mir, dass ich ihm eine kompromittierende Fotografie von sich selbst und einer gewissen Frau beschaffe. Das ist alles? Dem Anschein nach? Ja. Nun ja. Die Regierung Ihrer Majestät wäre sicher daran interessiert, eine solche Fotografie in ihre Hände zu bekommen. Gib mir Bescheid, falls du Erfolg haben solltest. Mycroft, ich war schon indiskret, indem ich dir das Dilemma meines Klienten offenbarte. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich dir die Fotografie aushändige, wenn ich Erfolg habe. Nein, nein. Vermutlich nicht. Tja. Dann schönen Tag, Bruder. Kaufen Sie hier die druckfrische Morgenausgabe der Times. Die Times Morgenausgabe. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte. Kaufen Sie Ihre Zeitung hier bei mir. Die Morgenausgabe der Times. Zeitung, Sir? Hey. Hallo. Die Morgenausgabe der Times, Sir. Ich vielen Dank. Die neuesten Meldungen. Die Times, Sir, Morgenausgabe. Thank you.
neuesten Meldungen, die neuesten Meldungen. Kaufen Sie die Morgenausgabe der Times, die neuesten Meldungen. Guten Tag, Constable. Heute wird's aufheiter, nicht wahr? Die neuesten Meldungen, die neuesten Meldungen. Ja, gut, gib mir eine. Wie viel? 2,5 Pence, Sir. Was? Hier steht 2 Pence. Willst du mich übers Ohr hauen? Das ist der Aufpreis, Sir. Ich muss doch auch was verdienen. 25% ist ziemlich üppig, findest du nicht, übrigens? Ich gebe dir 2 Pence und ein Viertel. Verdammt clever, Chef. Wirklich clever. Ihr seid ein Meister der Verkleidung. Erspar mir die Komplimente, Wiggins. Nur die Fakten, bitte. Na schön. Gerade eben hat eine Lady einem jungen Mann die Tür aufgemacht. Ich habe einen Blick da reingeworfen. Er hat dir einen großen Umschlag gegeben. Oh, da ist er wieder. Na gut. Bleib hier, Wiggins. Ich bin gleich wieder da. Oh, Sir. 2 Pence und ein Viertel, Sir. Ich habe sie bezahlt. Meisner? Frau Adler? Ja, sehr gut. Ausgezeichnet, Frau Adler. Hier. Mit besten Empfehlungen vom Kronprinz. Der Restbetrag wird bei Lieferung der letzten Pläne beglichen. Danke, Herr Meisner. Eine Kleinigkeit noch. Sie kennen vielleicht die Zeitungsmeldungen, dass gestern Abend der Fotograf Mr. Timothy Carter ermordet wurde. Davon wusste ich nichts. War er ein Mitarbeiter von Ihnen? Ja, ein guter Freund sogar. Dann gestatten Sie mir, Ihnen mein Beileid auszusprechen, Frau Adler. Danke, Herr Meisner. Und bitte versichern Sie dem Kronprinzen, dass ein gewisses Negativ noch immer sicher in meiner Verwahrung ist. Guten Tag. Zurück nach Holborn, Kutscher. Ja, Mann.
Ja, ich nehme an, du bist diesem Gentleman gefolgt. Vollkommen richtig, Sir. Und das war ganz schön anstrengend. Er hat nicht die Kutsche genommen. Ist flotten Schrittes den ganzen Weg von der Bellamy Street bis zur deutschen Botschaft gelaufen. Der deutschen Botschaft hast du Erkundigungen über seine Identität eingeholt? Allerdings, Dr. Watson. Mhm. Ich habe zwar keinen Namen, aber ein Droschenkutscher vor dem Haus sagte, er kennt den Mann. Er gehört angeblich zur kronprinzlichen, Entourage, das ist wohl der Begriff, nach dem du gesucht hast, hm? Sie sagen es, Sir. Sehr gut, hervorragende Arbeit wie immer, Wiggins. Aber ich werde dich morgen noch einmal brauchen. Ich möchte, dass du deine Freunde zusammentrommelst und wir uns um 13:30 vor dem Wirtshaus Ship auf der Straße nach Southampton Mews treffen. Ich werde dort auf dich warten. In Ordnung. Hm. Oh, Sir, Sie kennen die Jungs. Die sehen immer gern 1-2 Münzen im Voraus. Und wie viel ist es diesmal? Eine halbe Krone, Sir? Also gut. Watson, könnten Sie... Eine halbe Krone. Letztes Mal waren es nur 2 Schilling. Dafür gibt es ein Wort, Wiggins. Inflation, Sir? Nein, Erpressung. Hier 2 Schilling, 6 Pence. Danke. Dann bis morgen, Sir. Sehen Sie, Watson, die Fakten stützen meine früheren Vermutungen. Ja, und die eines gewissen Geheimdienstoffiziers, der Sie heute Morgen aufgesucht hat. Ja, Mycroft. Sie kennen ihn nicht so gut wie ich, Watson. Für Sie ist er ein sauberer Charakter. Für mich ist er ein Tier im Käfig mit sehr, sehr scharfen Krallen. Holmes, ich fürchte, Ihre spezielle Konkurrenz gefährdet Ermittlungen von nationaler Sicherheit. So etwas sollte nicht durch Geschwisterrivalität gefährdet werden. Ja, Sie haben natürlich recht, mein Freund, und ich werde ihm über alles Bericht erstatten. Sobald meine offene Rechnung mit meiner alten Freundin Miss Adler beglichen wurde. Tja, ich vermute, Sie haben vor, das negativ zu beschaffen. Mal abgesehen von persönlichen Dingen, ich habe meinen Auftrag keineswegs vergessen. Miss Adler traut niemandem. Sie wird das negativ immer in ihrer Nähe haben. Schnell, Watson. Sofort. Hier, bitte. Das ist hier alles klar? Und jetzt los, beeilt euch! Darf ich Ihnen runterhelfen, Miss? Entschuldigung, lassen Sie mich das machen. Kommen Sie. Was soll denn dieser Unsinn? Los! Lass mich los, hab ich gesagt. Aus dem ich will das machen. Ich darf das. Lass mich doch. Hört auf damit, in Gottes Namen, hört auf damit. Hört sofort damit auf. Aber... Was hat er denn? Alles in Ordnung, Hochwürden? Was ist denn passiert? Ist er ernsthaft verletzt? Wahrscheinlich ohnmächtig. Nein, er ist bei Bewusstsein. Wir können ihn nicht hier liegen lassen. Schafft ihn ins Haus. Da haben Sie recht, Mrs. Kein Problem. Hier, ich helfe euch. Verschwindet schon, ich mach das allein. Kommen Sie, Hochwürden. Kutscher? Danke. Ich danke.